Die wertebasierte Politik der Ampelkoalition ist eine blutige Farce. Das sagt Sevim Dardalin vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Nochmal ein kurzes Wort zu mir selbst. Ich selbst bin kein Parteimitglied des Bündnis Sahra Wagenknechts, aber mich interessieren vor allem so Leute wie Sevim Dardalin sehr, die mir in der Vergangenheit wirklich positiv aufgefallen ist. Also schauen wir uns mal an, was sie zur Außenpolitik der Ampelkoalition zu sagen hat. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir debattieren heute den Haushalt für das Auswärtige Amt. Die Frage, die sich viele stellen in diesem Land, ist aber, ob dieses Geld vor allem an der Spitze gut angelegt ist. Wenn auch spät, hat sich das Bundeskanzleramt jetzt für Friedensverhandlungen mit Russland ausgesprochen. Aber was macht eigentlich das Auswärtige Amt? Da gibt es ein gravierendes Missverständnis. Die grüne Außenministerin Baerbock hält moralische Belehrungen gegenüber Indien oder Kanonenbootfahrten gegenüber China tatsächlich für Diplomatie. Von der US-Raketenstationierung in Deutschland hatten Sie gleich gar keine Ahnung. Frau Baerbock, Sie kommen mit Ihrer gefährlichen Naivität inzwischen daher wie die Marie Antoinette der deutschen Außenpolitik. Diplomatie heißt für Sie, Frau Baerbock, Sie kürzen bei der humanitären Hilfe und der Krisenprävention und verteilen lieber weitere Waffen an die Ukraine, um die Atommacht, wie Sie sagten, zu ruinieren, egal was Ihre Wählerinnen und Wähler in Deutschland denken. Ja, das waren Ihre Worte. I will deliver, no matter what my German waters think. Also das waren die Worte von Baerbock, nicht nur zum Waffenlieferung, sondern vor allem zu den Sanktionen. Zu den Sanktionen, die Deutschland ein wirtschaftliches Desaster verursacht haben. Worte. Und zum anderen unterstützen Sie die in Teilen rechtsextreme Regierung Netanyahu weiterhin, obwohl bereits 40.000 Palästinenser getötet wurden. Die Hälfte davon. Warte, warte, warte. Hört bitte, versucht mal auf die Zwischenrufe zu hören. War da gerade dieses Hamas-Zahlen bei oder habe ich mich da vertan? 40.000 Palästinenser getötet wurden. Die Hälfte Okay, davon. schade, ich habe den Zwischenruf nicht verstanden. Frauen und Kinder. Ihre sogenannte wertegebundene Außenpolitik ist eine blutige Farce, Frau Baerbock. Für die Milliarden der Waffengeschenke zerstören Sie die soziale Sicherheit in diesem Land. Sozialverbände sprechen inzwischen von einer demokratiegefährdenden Bedrohung durch Ihre Haushaltskürzungen. Das finden wir unerträglich. Jeder Tag, an dem die Koalition die Bevölkerung weiter der Anmaßung und Überheblichkeit dieser Außenministerin ausliefert, ist ein Tag zu viel. Vielen Dank. Ja, finde ich auch sehr gut, dass Sevim Dardalin das Massaker in Gaza nochmal erwähnt, was Israel da anrichtet. 40.000 offizielle Tote. Wahrscheinlich dürften es noch viel mehr sein. Also die Zahlen, die sind übrigens valide. Also alle vergangenen Zahlen, also muss man zu Gaza, glaube ich, immer noch sagen, alle Zahlen aus den vergangenen Konflikten, die der palästinensische Gesundheitsbehörde rausgebracht hat, unterscheiden sich nicht groß von den Zahlen, die die IDF rausgebracht hat. Und sie wurden auch schon durch unabhängige Studien überprüft und es kam immer raus, die Zahlen sind valide. Es gibt keinen Grund, an diesen Zahlen zu zweifeln. Sie sind eher noch viel zu niedrig anzusetzen. Da werden tausende Menschen, die unter irgendwelchen Trümmern verschüttet wurden, Kinder, die umhergeirrt sind und dann auf der Flucht gestorben sind, die werden da alle nicht erwähnt worden sein. Also das dürfte noch um einiges schlimmer sein, zumal mittlerweile 100% der Bevölkerung in Gaza unter Hunger leiden. Also es ist wirklich ein humanitäres Desaster, was Israel da mit unserem Geld und unseren Waffen anrichtet. Finde ich gut, dass Sevim Dardalin das auch noch mal erwähnt. Deutschland muss sofort alle Geld- und Waffenzahlungen an Israel stoppen. Wie gesagt, gute Rede vom Sevim Dardalin. Hoffe, wir werden noch mehr von ihr sehen. Und ich hoffe, dass wir Baerbock irgendwann endlich mal los sind.